Aha. Okay, der glaubt, er kann hier mit dem Schwert ankommen und stellt sich jetzt dumm da oben hin. Ich werde ihn aber jetzt möglichst runterschlagen. Hallo, hallo, ich möchte euch alle ganz herzlich zu einer Runde Bed Wars begrüßen. Heute bin ich mal wieder alleine und versuche das zugelernte Wissen durch Spiele mit anderen jetzt mal alleine anzuwenden. Ich bin schon gespannt, wie gut es mir gelingen wird. Ich bin jetzt hier bei Gomme HD in eine 8x1 Map gegangen und ich hoffe, wir werden viel Spaß miteinander haben und eine nette Runde gemeinsam erleben. Vielleicht gelingt es mir sogar, einiges zu schaffen. Aber dafür muss ich jetzt erstmal aufhören zu reden und ordentlich was tun, denke ich mal. Wir haben hier die Karte Mine. Ich versuche mich gerade mal zu orientieren. Hier liegen eine ganze Menge Bronzeblöcke. Dafür werde ich jetzt erstmal Sachen kaufen, um das Bett auch einzubauen, gescheit. Ah ja, okay, so richtig viel war es dann doch gar nicht. Merke ich jetzt, wo ich versuche, was dafür zu kaufen, sind die Blöcke auch sofort alle eigentlich wieder. Naja gut, dann versuchen wir es doch mal trotzdem hier das Ganze zuzustellen, denke ich. Das ist halt das Beste wohl, was ich jetzt zu Beginn hier machen kann. Bin mal gespannt, wie die anderen vorgehen werden. Ich versuche es natürlich jetzt erstmal mit einer etwas defensiveren Strategie, weil ich meine, dass es halt schon gerade jetzt bei einem 1 gegen 1 auch Sinn macht, dass man einfach hier möglichst viel zubaut auch mal, weil man ja dann alleine unterwegs ist zwischendrin und ein Spieler ist schon gestorben, weil man ja auch alleine dann unterwegs ist zwischendurch und dann muss man natürlich auch irgendwie darauf vertrauen, dass sein Bett einigermaßen gesichert bleibt. Jetzt habe ich zu viele von den normalen Blöcken gekauft, werde mir auch noch mal eine Runde Rüstung kaufen auf jeden Fall. Aber vermutlich auch noch mal richtig gut Bedrock, also diese Endsteinblöcke, was sage ich denn? Ich erzähle euch schon wieder Schmarren hier. Zack, zack, Endstone. Gut, passt. Auf. Zack, 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 zack. Okay, und hier auch ordentlich zugleich mal. Ah ja, ein Bett wurde schon abgebaut anscheinend von einem der anderen Teams. Das heißt, da ist auch jemand schon ausgeschieden, so wie es aussieht. Ja, der ist nicht mehr respawned anscheinend dann. Okay, so richtig ganz zumachen kann man hier ja nicht sinnvoll. Aber ich probiere es halt mal, ist soweit es geht, einfach hier zuzubauen auch. Zack, zack, zack. Naja, gut. Mal sehen. Auf jeden Fall ein bisschen Hindernisse schaffen ist vermutlich kein Fehler. Ich habe jetzt auch die Rüstung schon. Die werde ich mir jetzt auf die Schnelle mal anziehen und mit den Blöcken mich vorbauen. Vorher hole ich mir hier aber auf jeden Fall noch ein bisschen was zu essen auch, weil sonst schaut es nicht so gut aus. Wenn ich Hunger kriege unterwegs, wäre blöd. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr auch. Und dann auf alle Fälle auch noch eine Pickaxe und einen Schlagstab, denke ich, ist vermutlich das Vernünftigste für mich. Guck mal. Ich habe ja momentan einfach noch keine. Ja, ich schmeiß den mit Blöcken an. Das wird ihn nicht freuen. Ich habe ja momentan noch kein Gold und kein Eisen. Das heißt, da ist der Knüppel wahrscheinlich das Sinnvollste, was ich mir so mal gönnen kann hier. So, dann versuche ich es mal in Richtung der Mitte. Es sei denn, dieser komische Typ versucht zu mir rüberzubauen. Ganz im Ernst? Ist da irgendwie was, was ich völlig übersehen habe? Kriege ich hier irgendwo was raus, wenn ich hingehe, außer da vorne? Hä? Ganz im Ernst? Meint der das ernst? Will der echt zu mir? Naja gut, wenn er denkt, ah, der hat mich leider genau richtig eingeschätzt. Ich bin der Depp, der das nicht beherrscht oder so. Schauen wir mal. Hä? Okay. Wenn er meint, dass das für ihn gut ist. Aha. Okay, der glaubt, er kann hier mit dem Schwert ankommen und stellt sich jetzt dumm da oben hin. Ich werde ihn aber jetzt möglichst runterschlagen, natürlich, logischerweise. Hat auch geklappt. Das heißt, aha, gut.
wurde von mir getötet, ist aber natürlich auch wieder respawned. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich hier warten, was ziemlich beknackt ist, dass der nicht nochmal zu mir rüberkommt. Nee, das werde ich auch nicht machen. Das ist, denke ich, Quatsch einfach. Der baut sich anscheinend nur zu seinen Nachbarn, um die umzubringen. Das finde ich ein bisschen komisch und ich schmeiße hier in Panik Blöcke weg. Okay, ich schaue jetzt einfach nochmal, ob ich mich irre, dass ich da oben vielleicht irgendwas ganz Entscheidendes übersehen habe. Dass da vielleicht Metall spawnt oder so. Hä? Was hat der denn vor hier? Ich finde das interessant. Okay, der will sich jetzt hier dringend zurückziehen oder so. Wie auch immer. Na gut. Keine Ahnung, was das gesollt hat. Hat wohl gedacht, er kann mich sehr leicht abfarmen und sich jetzt entschieden, dass das doch nicht so einfach war. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, muss ich sagen. Gut, dann versuche ich es doch mal hier rüber zu kommen, was ich für wesentlich sinnvoller halte als die Aktion, die der jetzt gemacht hat. Tatsächlich, weil da halt dann auch was zu holen ist, oder? Ich hoffe es jedenfalls ziemlich arg. Muss halt immer auch mal gucken, ob der vielleicht doch wieder versucht rüberzukommen. Bin mal gespannt. Das Bett von Team Pink wurde jetzt auch abgebaut. Das war aber nicht dieser komische. Der von nebenan war der gelbe. Okay, gelb und schwarz. Nee, schwarz und pink haben jeweils das Bett jetzt verloren. Na gut. Ich. Nein! Verdammt! Ich habe mich doch erwischen lassen von irgendeinem von diesen Deppen. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Ob da einer schon hier bei mir ist? Nee, zum Glück nicht. Okay. Na, dann hole ich mir einfach wieder Sachen. So richtig wertvolles Zeug hatte ich ja bisher gar nicht. Woher auch? Ohne die Metallwaren kommt man hier ja leider zu nichts. Jetzt möchte ich aber doch eigentlich mal wissen, wer mich da getötet hat. Schauen wir doch mal ganz kurz noch in den Chat. Von dem Rosanen ausgerechnet auch noch. Okay. Was hat der denn gegen mich? Dem habe ich doch gar nichts getan. Ah, noch eine Pickaxe. Brauche ich eigentlich gar nicht. Okay, der Eistiger, der hier neben mir wohnt, der scheint sehr, sehr rabiat zu sein, wie es ausschaut. Dann hole ich mir noch was zu essen. Und so einen Stab am besten auch wieder, denke ich, auf jeden Fall. Ja, was kann ich denn sonst noch? Ach, ich bin leider ins falsche Menü gewandert. Gut, so einen Stab. Was kann ich denn sonst noch machen? Ich überlege mal kurz. Ich habe jetzt den Knüppel, ich habe Blöcke und ich werde mir auf jeden Fall wieder die Billigrüstung kaufen, weil die halt doch recht gut geschützt hat. Das letzte Mal auf jeden Fall auch, wie der mit seinem Schwert hier ankam. Fand ich. Das hat, glaube ich, schon einen deutlichen Unterschied gemacht. Dann ziehe ich die mal an und schmeiß vielleicht auch fürs erste Mal, nee, nicht den Knüppel. Das war das Falsche, was ich nicht wegwerfen wollte eigentlich. Den Knüppel und die Blöcke dahin. Okay. Die sammle ich wieder auf, weil ich einfach zu nah dran stehe. Gut. Ich will das halt eigentlich möglichst nicht alles mitnehmen, weil ich mich ja jetzt wissentlich sozusagen eigentlich in Gefahr begebe, wo die anderen halt auch schon teilweise ihre Wege besser geschützt haben als ich und so. Der Pinke scheint nämlich auch zum Beispiel da vorne noch mit einem Bogen zu stehen, so wie das aussieht. Und das ist natürlich ganz bitter. Oh Mann, das sah jetzt aber aus, als wäre ich von der Seite abgeschossen worden. Ja, und zwar von dem Schwarzen. Okay, Mist. Das ist auch einer von denen, die schon ihr Bett verloren haben. Der ist jetzt vielleicht auch ein bisschen biestig. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt. Jedenfalls habe ich zumindest schon mal die Pickaxe hier wieder aufheben können auch. Dann versuche ich mal. Ah, Team Pink wurde vernichtet. Das ist ein Vorteil für mich, allerdings auch ein Nachteil, weil der Schwarze hier neben mir es anscheinend danach ja auch auf mich abgesehen hat. So wie es ausschaut. Und da werde ich jetzt einfach mal auch gucken, dass ich den möglichst runterschlage. Okay. Das wird mir hoffentlich nochmal gelingen hier. Ah, shit. Nein! Was? Hat der sich da durchgeboxt?
Oh nein, der hat sich bis zu meinem Bett durchgebaut. Hä? Ich verstehe es gerade tatsächlich gar nicht. Der hat sich hinter mein Bett gebaut wohl? Oh Mist. Okay. Dann wurde ich auch vernichtet, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ja, leider. Schade. Mensch. Bin ich das gewesen? Mist. Na gut, war jetzt nicht die spannendste Runde. Also spannend fand ich sie schon, aber es war sicherlich nicht die angenehmste Runde, sage ich jetzt mal. Ich werde mal versuchen, einfach noch eine aufzunehmen. Würde mich freuen, wenn ihr trotzdem einen Daumen hoch da lasst, dass ich mich tapfer geschlagen habe oder so. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Spiel und versuche mal bei den anderen noch kurz zu gucken, was da läuft. Der Blaue hat eigentlich ja auch schon nicht mehr wirklich große Chancen, aber Türkis und Gelb sind noch recht aktiv. Aber ich glaube, ich schaue jetzt auch nicht bis zum Ende zu, sondern gehe jetzt einfach mal dann in die Lobby. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bed Wars, die auch gleich schon startet. Wir sind in Team Rot diesmal und ich hoffe, es läuft besser als das letzte Mal. Hier stehen auch schon unsere Teamkollegen, von denen einer nicht so viel zu tun scheint. Das finde ich schon mal leider nicht so gut, muss ich sagen. Ich werde jetzt mal. Ah, aber der andere ist schon ein Checker, der sagt schnell Mitte. Das würde ich auch so sehen. Wir sollten dringend uns weiterbauen zu versuchen hier. Das sieht ganz gut aus auch. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Metall. Da können wir uns jetzt bedienen und die anderen noch nicht anscheinend. Die Frage ist nur, wo wir weiter in die Mitte müssen. Das ist wohl da. Nein, ist der jetzt in den Tod gesprungen hier? Wie ist denn das passiert? Okay. Ich versuche mal noch hier Eisen abzunehmen. Nein. Ein Spieler ist gestorben. Ein Bett wurde auch abgebaut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier uns einigermaßen ausrüsten können auch. Hose und Stiefel. Moment. Gut. Okay. Dann auf jeden Fall nehme ich mir mal so ein Gammelschwert fürs Erste sozusagen. Und eine Rüstung ist sicherlich kein Fehler. Und dann würde ich gerne auch das Bett auf jeden Fall etwas zubauen hier mit den Blöcken, die ich gekauft habe. Das müsste hier drin sein, genau. Okay. Was? Okay. Immerhin habe ich ihn gekillt, aber ich habe leider nicht rechtzeitig begriffen, dass der unser Bett abbaut. Jetzt geht es natürlich für uns auf alle Fälle schon um die Wurst, sage ich mal. Ich werde mir jetzt den bestmöglichen Brustpanzer auf jeden Fall mal gönnen und dann auch was zu essen. Und dann versuche ich mich in die Mitte zu begeben. Es schaut gar nicht gut aus. Einer unserer Teamkollegen ist jetzt gerade auch schon gefallen quasi. Moment, wo ist denn das Essen? Es wäre langsam mal echt angebracht, dass ich das weiß. So schwierig kann es doch eigentlich gar nicht sein. Zack, gut. Und Team Blau wurde bereits vernichtet, aber auch schon. Hey, es geht hier zackig voran, sage ich mal. Unser Teamkollege hier ist relativ. Ah, sehr gut. Nein. Nein. So. Jetzt habe ich. Was habe ich denn runtergeworfen eigentlich gerade? Ich habe es nicht mal bemerkt eigentlich, so richtig. Mein Schwert war es nicht. Okay. Die fighten da vorne ziemlich. Na gut. Ich hoffe einfach mal, mein Teamkollege macht noch was Brauchbares vielleicht auch. Das kommt mir jedenfalls so vor.
Gut, dann bewache ich mal hier und versuche das auch noch zu bauen. In Ordnung. Tatsächlich ist mir bisher noch nicht gelungen, ein einziges Gold zu kriegen, leider hier. Und ich frage mich auch gerade, von wo ich da immer angeschossen werde mit dem Superbogen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen, obwohl es jetzt nicht die beste Runde war. Aber ich denke, ich habe mich relativ wacker geschlagen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder auch einen Kommentar. Kommentiert auch gerne, was ich noch besser machen kann oder was ich in nächster Zeit vielleicht mal zeigen sollte. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.